Max. Wir drehen gerade das Video zu meiner ersten Single 18 Millionen von der neuen Platte Der Junge, der rennt. Richtig schön. Und so Max durch Menschen laufen. Mach gleich mal schöne Szene hier direkt auf der Autobahn. Ne? Ich will, dass ich nicht überfahren werde. Ich will ja noch meinen Single-Release mitbekommen. Mein Album-Release. Aber ich bin guter Dinge, dass da keiner mal kurz nach links fährt und mich mitnimmt. Den Arsch ab. Aber ich glaube, das ist sogar geil, wenn es ein bisschen regnet. Man will ja auch so ein bisschen Roughness reinbringen. Das ist ja auch nicht immer alles Liebe, Harmonie, Sonnenschein. Geht ja auch darum, dass es auch mal schlechtere Zeiten gibt, ne? Wo man da auf der Suche ist, viel Scheiße erlebt, so. Das ist ja auch Bestandteil des Songs. Deswegen passt das ganz gut mit dem Regen. Ich habe einen Special Guest hier dabei, den ich mal kurz vorstellen möchte hier. Steffi spielt nämlich die weibliche Hauptrolle in dem Song. Im Song geht es um Zufälle des Lebens und wie man sich so findet. Und wir haben uns über unseren Namen gefunden und drehen uns das Video zusammen. Das wird, glaube ich, affengeil. Ich habe den Song das erste Mal gehört, da hat Max ihn mir zugesendet. Genau, er hat gesagt, hey Giesinger, hast du Lust mitzuspielen bei mir im Musikvideo? Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich mir den Song angehört und der war echt gut. Und dann hat er mir den live vorgespielt bei einem Dinner und ich war verliebt. Ich habe zum Dinner eingeladen und habe ihr dann den Song vorgespielt. Candlelight-mäßig. So ähnlich, da waren noch so 20 andere Menschen. Die Message vom Song geht ja darum, dass so ganz viele Zufälle zusammenkommen und sich da zwei Menschen einfach finden. Und bei uns ist es ja auch lustig, dass wir beide Giesinger heißen. Genau, beide so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Da dachte ich mir, ey, wie cool wäre das, wenn man jetzt noch die Giesinger, die Frau Giesinger fürs Video gewinnt. Und ja, mehr geschrieben, hat sie direkt geantwortet. Ja. Und dann sind wir hier in Berlin und drehen ein geiles Video. Letzte Außenszene für mich jetzt. Ich laufe noch einmal über die Straße drüber. Das habe ich jetzt schon ein bisschen geübt, ne? Fast schon perfektioniert. Man könnte mich als professioneller Straßenläufer einstellen. So mit Arschwackeln, weißt du? So, also wir haben jetzt den Dreh draußen beendet, sind total durchgesifft und durchgefroren. Genau. Das Wetter ist auf jeden Fall problematisch gewesen, deswegen gehen wir jetzt mal rein. In ein schönes Loft. In meine Wohnung. In Steffis Wohnung. Welcome to my crib. Ja. Steffi, zeig uns mal ein bisschen rum, wie sie sich so eingerichtet hat. Genau, mit nassen Haaren und Unterwäsche. Freuen wir uns alle drauf, ich glaube. Was machst du da? So Leute, jetzt sind wir zurück vom Essen und sind jetzt in der Wohnung von Steffi. Da macht sie sich jetzt fertig für den großen Auftritt, wo wir uns dann abends dann kennenlernen. Hier findet dann die Bettszene mit dem Stripper statt. Nee, was? Das ist alles schön gemütlich. Das Bambi können wir irgendwie auch noch ein bisschen reinbringen ins Video. Achtung, Kamera, bitte. Wir sind fertig und Stefanie ist damit abgedreht. Und mit einer Entscheidung des Managements ist Max hiermit auch abgedreht. So Leute, Videodreh ist vorbei. Es waren zwei schöne, aber auch anstrengende Tage. Ergebnis ist, glaube ich, super geworden. Steffi, wie fandest du es so, die zwei Tage? Okay, ja. Deswegen kommentiert hier mal drunter oder lasst ein Like da, wenn man das heute so macht. Und wir gehen jetzt mal. Tschüss.